Am 15.04.2023 erschien auf meinem Kanal das Video, wo ich mit dir zusammen das neue Wespennest erkundet habe. Das Video gehört schon zu den häufiger geklickten Videos, also erstmal vielen Dank dafür. Dieses Video wurde von mir aufgenommen, noch während der Beta-Test zu Version 1.2 lief und da waren mir noch nicht alle Gegenstände bekannt, die man im Wespennest finden kann. Daher zeige ich dir in diesem aktuellen Video, was ich bislang übersehen und noch nicht gezeigt habe. Ich zeige dir auch, wie du ganz einfach an den Zahn auf dem Kopf vom Tastee gelangen kannst. Ich werde auch noch andere Videos auf den neuesten Stand bringen. Wenn du das nicht verpassen willst, dann abonniere doch eben meinen Kanal. Auch freue ich mich, wenn du dir kurz Zeit nimmst und diesem Video einen Daumen rauf gibst. Ich möchte noch mal ein ganz kurzes Update zwischenschieben, denn ich habe noch was gefunden, was ich in dem eigentlichen Video auch noch gar nicht gefunden hatte. Und das ist jetzt im Let's Play aufgefallen. Wo kommst du denn her, Kleine? Lassen wir uns nicht von der Spinne ablenken. Wir sind also hier wieder im Eingangsbereich. Das schneide ich jetzt irgendwie dazwischen. Und wenn wir hier um den Ball... Hau mal ab, komm, geh mal weg. Wenn wir hier um diesen Ball rumgehen und dann uns hier durch diese Lücke quetschen, dann seht ihr, hier hinten sind noch so ein paar Sachen, die man gut weghämmern kann. Nämlich einmal ein saurer Drop, ne, so ein saures Wurmloch. Und hier ist auch noch ein Zähnchen. Ist ja unglaublich, oder? Das ist mir damals nie angezeigt worden. Ich weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich zu weit weg. Ziemlich gut versteckt. Auch schön hinterm Buch. Ist mir nie aufgefallen. Also hier findet ihr noch einen sauren Drop und ein Zähnchen, wenn ihr hier hinten euch einfach mal so ein bisschen zwischendrückt. Ne? So als kleiner Tipp kann man hier noch finden. Fangen wir bei der schwarzen Witwe an. Wenn du diese fiese Spinne und ihre Brut getötet hast, dann findest du einen Eiersack. In diesem Eiersack kann man immer interessante Items finden, aber leider auch immer kleine nervige schwarze Witwen. Daher spare ich mir gerne, diese weißen Dinger zu zerschlagen. In diesem Fall aber lohnt es sich. Naja, also sagen wir mal, du kannst ein einzigartiges Item finden. Den Weg zur schwarzen Witwe im Wespennest habe ich im bereits erwähnten Video ausführlich gezeigt. Das verlinke ich dir unter dem i, auf der Endcard und natürlich in der Videobeschreibung. Also, wir rotten mal eben diese fetten schwarzen Giftspinnen aus und kümmern uns dann um den Eiersack. Wir finden Nashorn-Käfernasen, aber vor allem eine winzige schwarze Witwe, also ein Medaillon, das wir im Kampf tragen können, anstatt der Pusteblume. Ähnlich wie bei der Mutation Mutterinstinkt, ein Video zu den Mutationen verlinke ich dir ebenfalls, wird hier im Kampf eine kleine schwarze Witwe gerufen, die dich tatkräftig im Kampf unterstützt. Ich zeige dir mal, wie tatkräftig diese kleine Spinne kämpft. Wäre ich froh, wenn die kleinen agilen Mistviecher bei mir auch so wenig Schaden machen würden. Also du bekommst deine Sammlung an Medaillons erweitert, aber so richtig überzeugt bin ich jetzt nicht davon. Ich lege es mir lieber zu Hause in den Schrank und benutze daher lieber Saras oder Thors Anhänger, die deutlich effektiver sind. Auch diese Videos verlinke ich dir ebenfalls in der Videobeschreibung. Kommen wir zu einem zweiten Skep, nämlich dem Zuckerguss, den man hier finden kann. Die Skep-Farbschemata sind vielleicht für den einen oder anderen interessant. Ich möchte Ihnen der Vollständigkeit halber zeigen. Wir laufen also mit Vollgas an der Forschungsstation oben auf den Kisten entlang und springen über den Ball, wo man den Burgerchip drin finden kann. Keine Sorge, nachdem du dir den Skep und noch ein bisschen Wespenpapier geholt hast, kannst du dir problemlos auch den Chip für den alten Partyroboter holen. Wir segeln also drüber, am Ende, wie gesagt, das Nest, was man zerstören kann und der Skep zuckerlos. Und jetzt zeige ich dir noch, wie du fast ganz einfach auf den Kopf vom Tastee gelangen kannst, wo ein Milchmolar auf dich wartet. Wir befinden uns auf dem Arm von Tastee, den du mit einem Stufe 3 Hammer umklappen kannst und damit einen kurzen Weg nach oben direkt vom Eingang aus freischaltest. Von dem Arm kannst du mit der Geschwindigkeitsmutation Naturkunde und vielleicht auch den Läuselatschen bequem auf die Lüftungsschlitze springen. Hier wird es wieder etwas kniffliger, weil die Entwickler der Meinung sind, dass es uns Spielern total viel Spaß macht, immer die perfekten Absprungstellen zu finden. Denn wenn du die nicht findest, rutschst du gerne ab und fällst entsprechend tief. Nutze die Highspawn-Mutation, die Burgle für 3000 Wissenschaftspunkte im Shop verkauft und achte auf jeden Fall darauf, dass du eine Pusteblume ausgerüstet hast. Dann gibt es noch ein drittes Abzeichen, was du hier bekommen kannst. Dafür musst du nur oft genug die Wespenkönigin töten. Denn alle der drei großen Bossmonster lassen irgendwann einmal ein Abzeichen fallen. Wer also alle Abzeichen sammeln will, muss sich öfters dem Kampf mit diesem riesen Flugviech stellen. Übrigens haben sie den armen Herrn Wienert noch einmal etwas umgebettet, der dem Stachel der Wespenkönigin zum Opfer gefallen ist. Ich weiß nicht, warum mir der Name so bekannt vorkommt, aber logischerweise liegt dieser Typ nicht zweimal im Garten als Leiche herum. Alle Ominent-Ausweise zeige ich dir aber in diesem Video. Ich denke, ich habe nun wirklich alle Geheimnisse des neuen Wespennestes gezeigt. Wenn du noch Fragen rund um Grounded hast, dann schreibe sie gerne in die Kommentare, ich versuche schnell zu helfen. Und nun wünsche ich dir noch viel Spaß beim Erkunden von Grounded.
Wenn du noch mehr Tipps und Tricks zum Spiel Grounded haben möchtest, dann hinterlass gerne einen Kommentar. Hat dir dieses kurze Video gefallen, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du nichts mehr verpassen willst, gerne auch über ein Abo. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.